Herzlich willkommen zu unserer Sendung Faszination Israel. Heute begrüße ich Sie nicht aus Israel, sondern aus Süddeutschland. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Die internationale christliche Botschaft steht an vorderster Front im Kampf gegen Antisemitismus und sie setzt sich dafür ein, dass das dunkle Kapitel unserer deutschen Geschichte nicht vergessen wird. Als ich kürzlich in Jerusalem war, habe ich eine Dame getroffen, sie heißt Judith Rosenzweig. Und sie hat die Lager Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen und einen Todesmarsch überlebt und sie lebt heute in Haifa. Und sie hat zu mir einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt. Sie hat gesagt, ich würde so gerne noch einmal nach Deutschland kommen und meine Geschichte Schülern erzählen. Der Wunsch wurde wahr. Judith Rosenzweig ist mit ihrer Begleiterin Judith Setz gut in Deutschland gelandet. Gottfried Bühler hat für sie den Besuch am Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg möglich gemacht. Heute herrscht große Aufregung bei den Schülern. Judith Rosenzweig wird freudig von ihnen begrüßt. Viele möchten die 86-Jährige persönlich kennenlernen. Olga Zimmermann, Lehrerin für Geschichte am Johannes-Kepler-Gymnasium, ist überzeugt, dass trotz Unterricht Schüler das Thema Holocaust ganz anders verarbeiten, wenn sie einen Zeitzeugen treffen. Da ist aber noch eine gewisse Distanz durch den Unterricht da. Ja, so eine persönliche Begegnung bleibt es denen einfach für immer in Erinnerung. Sie spüren einfach, wie Unrecht einfach auch ein Gesicht und eine Stimme bekommt. Als ich 9 Jahre alt war, gerade die 4. Klasse geendigt habe, kamen die Deutschen in die Tschechische Republik. Und nachher hat man die Schulen auch für die jüdischen Kinder geschlossen. Nachher hat man angefangen, in Familien zu lernen. Jede Familie hat ein paar Kinder zu sich genommen und ein Lehrer kam, uns unterrichten. Aber die Lehrer hatten schreckliche Angst. Judith Rosenzweig erlebte den Holocaust als Jugendliche. Wie sie als junger Mensch mit den Problemen ihrer Zeit zurechtgekommen ist, das hat auch Bedeutung für die Gegenwart der Schüler. Gottfried Bühler hakt in einem Gespräch mit Judith nach. 1942 wurden wir nach Theresienstadt transportiert. Das hat man uns von Haus in einen Keller von einer Schule einquartiert. Dort hat man die ganze Zahl den Familien, die nach Theresienstadt zusammenfahren sollten. Es war jedes Mal ein Transport, ich weiß nicht wie viel. Wahrscheinlich 500 oder 1000 Menschen, ich weiß nicht, wie viele das waren. Und dort haben wir gewartet, bis alle zusammen waren im Keller und bis man uns zum Zug brachte und nach Theresienstadt fuhr. Gemeinsam mit Mutter Charlotte, Vater Julius und ihren Geschwistern Esther und Gideon wird Judith in das Konzentrationslager gebracht. In Theresienstadt war jüdische Führung unter deutschen Kontrolle. Aber das haben die jüdischen Führer veranstaltet, dass man Häuser, die größer waren als normal, dort hat man eingerichtet für Jugendliche. Und wir waren in einem Zimmer, in so einem Haus, 30 Mädchen. Auf engstem Raum mussten die Jugendlichen miteinander leben. Ich denke, es ist unvorstellbar,
Das Zimmer war eigentlich nicht groß. Dort hat man aufgestellt Betten, 3 Stock. Also jedes Mädchen hat für sich ein Bett gehabt. Und hinter dem Bett war eine Leiste. Dort konnte sie sich ihre persönlichen Sachen hinlegen. Also es hat gereicht für die Zahnbürste und einen Kamm nicht mehr. Eigentlich war unten im Eingang ein Waschraum, wo nur kaltes Wasser floss. Das waren vielleicht 10 Hähne nebeneinander. Und dieses Wasser floss in diesen Stahlschacht. Und dort haben wir uns gewaschen, ein Zimmer nach dem zweiten. Aber wie sehr konnten wir uns waschen? Mit kaltem Wasser stehend dort. Aber irgendwie sind wir doch sauber geblieben und einigermaßen gepflegt. Angesichts der zunehmenden Judenverfolgung zeigt sich die internationale Öffentlichkeit besorgt. Die dänische Regierung veranlasst im Juni 1944 eine Besichtigung durch das Rote Kreuz, um die Lebensbedingungen in Theresienstadt zu prüfen. Doch das Nazi-Regime verfolgt einen schrecklichen Plan und veranlasst eine groß angelegte Stadtverschönerungsaktion. Das Sammellager dient nun als jüdische Mustersiedlung, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Und die haben alles gemacht, um zu zeigen in der Welt, wie gut wir das im Ghetto haben, und haben eingeladen, Rotes Kreuz, um nachzusehen, was da passiert. Bevor das Rote Kreuz kam, hat man befohlen, die Straßen mit einer Bürste zu waschen. Dort hat man von den Häusern verschiedene Geschäfte geöffnet, die selbstverständlich keine Geschäfte waren und nur leeres Fensterglas. Und man hat es sogar gefilmt. Und ich habe gehört, dieser Film ist noch heute vorhanden und gezeigt der ganzen Welt, dass die Deutschen haben den Juden eine schöne Stadt geschenkt. Aber hinter den Kulissen waren todkranke Menschen. Für Arbeiter verschiedener Berufe und Handwerke gibt es auch in Theresienstadt Möglichkeit, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Der Propagandafilm zeigt eine heile Welt in Theresienstadt, die so nie existiert hat. Hinter den Kulissen verbirgt sich das wahre Leid, von dem niemand etwas wissen sollte. Fast verhungerte Menschen, die wirklich alle sehr schlecht dran waren. Aber das hat das Rote Kreuz nicht mitbekommen. In Wirklichkeit war Theresienstadt eine Zwischenstation auf dem Weg nach Auschwitz. Viele der im Film Mitwirkenden wurden nach den Aufnahmen deportiert und ermordet. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist man da an Essen rangekommen? Man hat verteilt irgendwo in der Küche Suppen, die man einmal im Tag bekommen hat. Aber eigentlich hat schon damals der Hunger begonnen. Und weil ich so schwer krank wurde, gleich am Anfang, und nichts essen konnte, weiß ich gar nicht, wie man das gemacht hat, dass die Menschen irgendwie zum Essen kamen. Die jüdische Verwaltung hat immer gesagt, die Jugend, das ist unsere Zukunft eigentlich. Auf diese müssen wir aufpassen. Und so haben wir wirklich etwas besseres Essen bekommen. Und sogar jeden Sonntag haben wir bekommen einen Kuchen aus Hefeteig. Und das war etwas ganz Besonderes. Ich kann mich erinnern, ich habe 1,5 Monate diese Kuchen gesammelt, und meine Mutter und mein Vater, beide am Geburtstag im Juni, habe ich von diesen Kuchen eine Torte gemacht, und von 2 Kuchen habe ich einen Pudding ausgetauscht,
Und von denen habe ich diese Torte meinen Eltern gebracht. Und ich wurde so ausgeschimpft, dass ich nicht gegessen habe und diese Torte gesammelt habe. Unsere Betreuerin war früher eine Musiklehrerin. Die war den ganzen Tag im Zimmer mit uns 30. Und die hat organisiert für uns Beschäftigung. Sie hat organisiert, Lehrer sollen kommen, uns unterrichten. Selbstverständlich, wir hatten keine Lehrbücher oder Federn oder Hefte, nichts. Aber wir haben ihnen ganz hervorragend zugehört. Aber man hat immer aufgepasst, niemand soll kontrollieren. Wenn ein Deutscher in der Gegend war, hat man sofort eine Nachricht geschickt und wir haben angefangen zu singen oder zu spielen. Und wie lange waren Sie dann in Theresienstadt? Im ganzen 2,5 Jahre. Das heißt bis Oktober 1944. Die Deutschen haben immer eine Information verbreitet, dass man uns in ein anderes Ghetto schickt, weil Theresienstadt zu voll ist. Aber als wir nachher in diesen schrecklichen Waggons gepfercht wurden und wegfuhren, haben wir schon geahnt, wir fahren nicht auf einen guten Platz. Mit gerade 14 Jahren wird Judith mit ihrer Familie nach Auschwitz gebracht. Die Frauen werden von den Männern getrennt. Judith bleibt mit Mutter und Schwester zurück. Im Vernichtungslager angekommen, wird Judith alles genommen. Das junge Mädchen findet sich an einem der grausamsten Orte der Welt wieder. Wir wurden in eine Baracke geführt, wo man uns alles wegnahm. Unsere Kleidung, alles, was wir an uns hatten. Und so, als wir dort nackt standen und man uns die Haare abgeschoren hat, und wir zitterten vor Kälte, hat man uns noch in eine kalte Dusche geschickt und getuscht. Aber nachher haben wir keine Handtücher gehabt und gar nichts. Und man hat uns jeden einen irgendeinen Fetzen zugeschmissen, dass wir uns anziehen sollen. Und nachher kam der Dr. Mengele und sortiert, wer am Leben bleiben wird und wer in den Tod geht. Dieses Mal war das auch ohne Kleidung. Und damals hat man meine Mutter weggeschickt. Aber meine Mutter ließ nicht nach. Sie ging zu jedem Soldaten, der vorbeikam, und hat ihm gesagt, Sie irren sich, ich kann arbeiten. Und das hat sie so lange wiederholt, bis man sie zurücknahm. Meine Mutter konnte sehr gut Deutsch. Und Sie sind dann mit Ihrer Schwester und Ihrer Mutter zur Arbeit eingeteilt worden. Was war das für eine Arbeit in Auschwitz? Das war nicht in Auschwitz. Man hat uns weggeführt in ein kleines Dorf, das Kurzbach heißt. Ich habe probiert, auf der Mappe das zu finden nach dem Krieg, aber ich habe es nicht gefunden. Ich denke, das war nicht weit von Auschwitz, aber in Deutschland. Und dort haben wir Tankfallen gegraben. Ganz tiefe Löcher sollten wir graben. Panzerfallen für russische Panzer? Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ich wusste eigentlich nicht viel. Wir wussten überhaupt nicht, was passiert, weil wir waren so abgesondert. Wir haben geschlafen. Alle 1000 Frauen in einer Scheune.
auch ohne Heizung, fast ohne Essen. Und jede bekam eine Decke, die man eigentlich früher die Pferde zugedeckt hat. Aber wir hatten Glück, dass wir zu dritt waren, haben wir eine Decke unter uns gelegt und zwei Decken haben wir uns zugedeckt. Dann waren wir eigentlich ein bisschen besser dran. Aber dort haben wir in Jena plötzlich Detonationen gehört, nicht weit von uns. Man hört Detonationen sehr stark, wenn sie in der Nähe sind. Und dann haben wir uns gefreut, der Krieg ist zu Ende. Aber wir haben uns sehr geirrt, für uns war er noch nicht zu Ende. Ein fataler Irrtum. Statt der Befreiung steht Judith ein Todesmarsch bevor. Einen Tag statt zu den Löchern hat man uns weitergeführt. Wir gingen in Schnee und Eis, hatten nichts zu essen unterwegs und keine Schlafbedingungen. Wir waren alle ganz erschöpft und viele sind auf der Straße sitzen geblieben. Und die Soldaten, die uns begleitet haben, haben sie erschossen. Die haben sie nicht ganz einfach sitzen lassen, haben sie erschossen. Trotzdem, dass sie alle wussten, der Krieg geht bald zu Ende. Und wir kamen in ein Konzentrationslager Großrosen an. Von Großrosen, als wir ankamen, hat man uns andere Kleidung gegeben, weil wir schon so lange in diesen selben Fetzen waren. Hat man uns etwas zu essen gegeben, hat man uns erlaubt, sich zu waschen. Und nachher in offene Transportwagen gesteckt. So hat man den Bahnhof beschossen. Die Deutschen sind von den Waggons weggelaufen, aber uns hat man eingesperrt dort gelassen. Es war eine Tote im Waggon, weil etwas hat sie getroffen und wurde ermordet, wurde getroffen und tot. Und so sind wir bis nach Bergen-Belsen gefahren, mit der Toten in der Mitte. Doch in Bergen-Belsen sollten auf Judith noch schlimmere Ereignisse zukommen. Wir haben im Ganzen eine kleine Scheibe Brot bekommen. Die Verantwortlichen, die sollten das Brot verteilen nächsten Tag, hat man verboten, den Tag zu geben, das Brot nur am nächsten Tag. Aber in einer Baracke hat man das nicht befolgt und das Brot verteilt und alle waren sofort tot, hat man festgestellt, dass das Brot vergiftet war. Also haben wir schon nichts mehr bekommen. Und das war das einzige Mal, dass ich mich erinnere, dass ich vor Durst und Hunger geweint habe. Ende April 1945 kamen die Engländer und der Krieg war beendet. Nach diesen schrecklichen Erfahrungen ist Judith endlich frei. Gemeinsam mit Schwester Esther und Mutter Charlotte hat sie den Holocaust überlebt. Endlich scheint das Elend für das junge Mädchen beendet. Aber eine Woche nach der Befreiung starb meine Mutter. Ich war 15 gerade. Es war nicht sehr schön. Wir waren selbstverständlich, jeder von uns hat schrecklich ausgesehen. Und ich habe gesehen, dass die Soldaten sich schrecklich ekeln von uns. Haben niemanden angerührt, haben uns Suppe gegeben. Und diese Suppe hat mir wirklich gut getan und ich habe mich sofort
viel stärker gefühlt. Das ist so in grob genommen mein Leben. Danach eigentlich noch gearbeitet und wenn, was haben Sie da gearbeitet? Ich war eine Schwester, Krankenschwester, mit Säuglingen, mit neugeborenen Säuglingen. Ich habe schrecklich Neugeborene, die eigentlich das Leben weiterschildern, weiterbringen und sehr viel Freude machen. Wenn Sie dann heute nach Deutschland zurückkommen, was fühlen Sie dann oder woran denken Sie dann? Wenn ich jetzt wieder nach Deutschland komme, ist die Hauptfrage, man soll nicht vergessen, was war. Wir müssen für unsere Grundwerte einstehen. Wir müssen uns solidarisch zeigen gegenüber jeglichen Gruppen oder Personen, die irgendwie ja, diskriminiert werden oder denen Unrecht geschieht. Vor allem heutzutage, wo wir wirklich viel Rechtsextremismus, viel Radikalisierung in unserer Gesellschaft auch gerade und weltweit erfahren. Die Vergangenheit nicht vergessen, damit sie sich nicht wiederholt. Das ist es, was Judith Rosenzweig mit ihrer Geschichte weitergeben möchte. Die Schüler bedanken sich herzlich dafür. Denn sie durften eine Holocaust-Überlebende der letzten Generation selbst miterleben. So werden sie selbst zu Zeugen der Zeitzeugen. Eine Geste der Dankbarkeit rührt die ältere Dame. Judiths Weg nach Deutschland hat sich gelohnt. Ich finde es zuallererst sehr, sehr mutig und wirklich bewegend, dass sie das auch gesagt hat, dass sie die Meinung sagt, dass sie die ganze Geschichte verbreitet, weil viele wissen das einfach nicht mehr und sie wissen das nur aus den Geschichtsbüchern oder aus den Erzählungen der Geschichtslehrer, die meinen, ja, so war das und man hat die Quellen. Und wenn man die Quellen liest, dann hat man einen ganz anderen Eindruck, wenn dann wirklich ein Mensch kommt, der das miterlebt hat. Es ist nochmal was ganz anderes, wenn man wirklich von einem Live-Zeugen die Eindrücke und die Erkenntnisse zu hören gekriegt. Und vor allem, man hat irgendwie diese Hoffnung, diese Verzweiflung und aber auch ja, diesen Hass, der einem entgegenkommt, hat man sehr gut raushören können heute und hat einem ein Bild geschaffen, welches man vorher noch nicht hatte. Ich war damals 15 Jahre alt und ohne nichts eigentlich. Anfangen zu leben, es ist nicht einfach, aber ich habe es trotz allem geschafft. Und Hoffnung hat man doch dauernd. Ohne Hoffnung zu leben, darf man nicht. Wegen Geschichten wie dieser hilft die internationale christliche Botschaft Jerusalem Holocaust-Überlebenden und setzt sich maßgeblich dafür ein, dass diese Geschichten nicht vergessen werden. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie sich in diese Arbeit einbringen können, dann besuchen Sie uns gerne unter icej.de oder bestellen Sie unsere kostenlose Zeitschrift Das Wort aus Jerusalem. Dort erfahren Sie auch immer wieder Geschichten von Holocaust-Überlebenden und von den vielfältigen Projekten, die die ICEJ unternimmt. Schön, dass Sie dabei waren. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen mit einem herzlichen Shalom.